Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin heute mal wieder live auf meiner kleinen Baustelle Nr. 2. Hier sind wir nämlich immer noch dabei mit der Wärmepumpeninstallation. Habe ich ja letzte Woche auch schon hier einiges gemacht. Heute geht's weiter. Fundamente werden jetzt finalisiert mit Blockstufen und so weiter. Dann stellen wir die Außeneinheit auch schon auf und sehen mal zu, dass wir da schon mal mehr oder weniger so angeklemmt kriegen. Und damit es auch spannend wird, ihr seht es hier hinter mir, da liegt schon so ein Haufen Schrott, geht es natürlich auch an den Ausbau der alten Gasheizung. Naja, viel zu tun. Ich würde mal sagen, an der Stelle quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, und los bzw. weiter geht's hier mit unserem Fundament bzw. auch den Versickerungsmöglichkeiten für das Kondenswasser der Wärmepumpe. Jetzt hier nicht wundern, die Fernwärmeleitung, die fixiere ich hier so ein bisschen, wenn ich dann nachher den ganzen Schotter mit der Schubkarre reinkippe, dass ich da nicht ständig an diesem alten Rohr da rumjuckeln muss. Ne? Deswegen fixiere ich die hier gerade so ein bisschen, keile die ein wenig ein, damit sie erstmal so grob in Position bleibt, weil jetzt hier im Moment bin ich noch ohne Helfer, aber zum Glück bekomme ich später noch etwas Hilfe. Das Versickern ist jetzt hier, ich habe jetzt hier knapp einen Meter tief und so weiter. Das ist jetzt hier die bunte Mischung, die ich ja vorher ausgebaggert habe. Ne? Das ist jetzt ja praktisch Recycling-Schotter, wenn man so will. Mit allem drum und dran, ein bisschen Schotter, ein bisschen Split, natürlich auch ein bisschen Erde. Aber das spielt keine Rolle. Das ist hier schon recht versickerungsfähiges Gemisch, will ich mal sagen. Hatten wir ja letzte Woche noch so ein bisschen, warum ich das hier mit der Schubkarre mache. Ja, natürlich, ich habe jetzt in dem Dumper irgendwie knapp eine halbe Tonne an Schotter drin liegen. Wo soll ich den hinschütten? Ne? Also wenn ich den jetzt auf den Hof schütte, dann muss ich den ja auch irgendwie wieder nachher in diese Grube hier reinkriegen. Also das war irgendwie, ja, habe ich halt nicht ganz durchdacht, aber andersrum mit der Schubkarre muss ich hier aber auch nur irgendwie 20 Meter hin und her fahren und so viel Schubkarren sind das jetzt auch nicht und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eben einfacher ist, das hier gerade mit der Schubkarre zu machen, auch wenn ich natürlich dann ein bisschen mehr hin und her muss, als jetzt den Dumper auszuschütten und dann hinterher wieder zuzusehen, wie ich da den Schotter wieder reinkriege. So, jetzt habe ich hier die ersten, keine Ahnung, 30 Zentimeter oder was drin. Es soll natürlich auch ein bisschen verdichtet werden, also da muss ja nachher auch, das ist ja auch letzten Endes so ein bisschen Fundament für die Wärmepumpe, also obendrauf lege ich später Blockstufen, das heißt also die Außeneinheit steht da ja auch drauf. Also wäre es nicht so schön, wenn das irgendwie noch nachsackt und darum verdichte ich das so ein bisschen. Ist hier ganz cool, wenn ihr mal schaut, hier bei dem Stampfer von Baumax, da ist extra so ein Kabel dran, wo man dann letzten Endes das Ding dran hochheben kann und es dann sehr schön in Waage hängt und sich hin und her schwenken lässt. Weiß ich nicht, ob das andere Stampfer auch haben, aber finde ich hier schon ziemlich witzig gelöst, ja. Mache ich mir heute mal tatsächlich ein bisschen einfacher. Ihr wisst, eigentlich mache ich es mir nicht so einfach. Den hätte ich jetzt auch hier natürlich von Hand in die Grube wuppen können und ja, wieder raus und hast du nicht gesehen. Aber ich habe mir gedacht, ach, weißt du was, jetzt hast du ja schon den Bagger stehen. Dann lässt du da schön den Kubota machen, ne? Man kann es sich ja auch ein bisschen einfacher machen. Dieser Stampfer, ne, von Baumax, also der ist schon ziemlich cool eigentlich, der funktioniert super. Das einzig Blöde ist, der hat ja diesen, das ist ja der Honda-Motor mit diesem Membranvergaser. Und wenn da der Vergaser leer gelaufen ist, weil du ihn länger nicht gebraucht hast oder weil du ihn halt leer laufen lässt, dass er nicht die Schwimmerkammer übergeht und so, dann musst du da immer so ein bisschen dran rumrupfen. Ne? Also normalerweise vergesse ich ja den Schalter, den Ausschalter wieder einzuschalten und rupfe dann da ewig dran rum, aber ist auch so, wenn du den länger nicht benutzt hast, dann musst du da immer erst ein bisschen rupfen. Ist immer ein gutes Training, ne? Spaß dir quasi die Muckibude, ne? So, jetzt hier einmal eine Runde. Man kann jetzt sehen, klar, natürlich verdichtet der das hier jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt hier bei 30 cm oder so, hält sich das noch in Grenzen, aber das mache ich jetzt gleich im Laufe der Zeit. Werde ich das noch ein-, zweimal öfter machen. Irgendwie so alle 25, 30 cm an Schotter gehe ich da einmal mit dem Stampfer durch. Ne? Dann ist das quasi von oben bis unten alles durchverdichtet und wenn ich da hinterher dann die Blockstufen drauflege und die Außeneinheit draufstelle, dann kannst du dir sicher sein, dass da erstmal nichts kommt. Ne? Also dass das dann nicht mehr groß nachsackt. Aber eben durch den Schotter und so weiter trotzdem irgendwie eine versickerungsfähige Geschichte darstellt. So, und jetzt warte ich noch auf einen Helfer und deswegen mache ich erstmal innen weiter, dass ich schon mal die alte Gasheizung ausbaue. Ne? Die Gasleitung wurde ja bereits abgeklemmt. Und jetzt wollte ich mal sehen, dass ich den ganzen Gaskram da rauskriege. Und hier draußen machen wir dann weiter, wenn ich ein paar Helfer hier habe, weil das wird dann mit den Blockstufen und so alles so ein bisschen schwieriger werden. Ja, das kann auf jeden Fall nochmal richtig interessant werden. Jetzt haben wir das Gas ist schon abgeklemmt. Und jetzt muss ich sehen, dass ich die ganze Heizung hier ausbaue und ja, die ganzen Rohrverbindungen lösen. Jetzt mal gucken, an welcher Stelle man hier angreifen muss, damit ich mir hier nicht das ganze Heizungswasser verteile. Und ja, naja, muss ich mal gucken, wie immer, ein bisschen jugendforsch, wa?
Ja, und hier noch ein letzter Blick auf unsere treue Gasheizung, eine Wolf, keine Ahnung, die Bezeichnung. Mit Warmwasserspeicher hat uns jetzt 20 Jahre hier gute Dienste geleistet, aber die ist wirklich jetzt aus dem letzten Loch. Das Abgasrohr ist mittlerweile defekt. Da ist noch da sind auch so diverse Komponenten in der Heizung auch bereits defekt. Ja, hier den Wasserspeicher haben sie schon mal versetzt für die Wasseruhr dahinter. Und naja, die hat schon ein bisschen Geschichte, das Ganze. Aber jetzt ist es Zeit, dass die Geschichte eine neue Wendung nimmt. Und deswegen fliegt das ganze Ding da jetzt raus. Und das Ganze beginnt hier mit dem Ablassen vom Wasser des Wasserspeichers. Der ist hier jetzt nicht ganz so groß, dieses kleine Ding. Und Wasserschlauch drauf ist hier ein bisschen fummelig. Da hat Wolf schön was gebaut mit so einer schräg ablaufenden Dings da. Naja, wie dem auch sei. Ne? So, jetzt hören wir mal kurz. Na, so hört sich das an, wenn das ganze Wasser da rausgluckert. Irgendwann hast du es dann geschafft, dann ist das Ding schon so ein ganzes bisschen handlicher. So, jetzt versuche ich noch hier, ich habe hier so ein so ein Ablassventil noch dran. Da hänge ich auch nochmal den Schlauch dran, um jetzt das Wasser aus der Heizung rauszukriegen. Also oben aus dem Brenner, da ist ja auch noch Wasser drin, so viel wie möglich. Ne? Also letzten Endes habe ich festgestellt, so Arbeiten an Heizungsanlagen, das ist immer eine feuchte Angelegenheit. Da brauchst du immer irgendwie ein bisschen Wassereimer und Lappen und sowas. Das gehört da einfach irgendwie zu. Ne? Also dass da hier und da ein bisschen Wasser rausplürt, da darf man sich nicht bange vormachen. So, jetzt den Wasserspeicher, der wiegt natürlich jetzt, naja, der ganze Kalk, der da drin ist, wie auch immer, das ganze Ding nach draußen. Wir können uns mal angucken, wie das Restwasser jetzt noch so aussieht. Ihr seht, das wird jetzt so ein bisschen schwarz und hier reden wir tatsächlich über Trinkwasser. Ja, also das ist jetzt das, was so in dem Wasserspeicher nach 20 Jahren noch so drin ist. Allerdings muss ich auch sagen, naja Leute, der hat aber immerhin 20 Jahre auch durchgehalten. Ja. So, jetzt das nächste. Wichtig natürlich als erstes praktisch den Strom abklemmen von der Anlage. Das hatte ich noch ganz vergessen. Da ist so eine kleine Anschlussbox drin. Sicherung und so weiter ist natürlich alles raus. Und jetzt klemme ich hier praktisch gerade den ganzen Klawims da ab. Und oben in diesen ganzen Heizungsdings da ist noch, da muss man natürlich gucken, das Abgasrohr da oben noch abschrauben und eben nach unten hin diese Rohre und so abschrauben. Da letzten Endes ist die Anlage an sich auch nur mit zwei Haken an der Wand befestigt. Das ist also eigentlich keine große Wissenschaft. Ihr seht auch hier, ne, immer wieder, wenn du irgendwas losnimmst, dann plürt mal hier oder da wieder Wasser raus, weil dann irgendwo Luft reinkommt und dann halt wieder irgendwo Wasser rausläuft. Ne? Also ich habe das ständig irgendwo, also ich sag mal so, ganz wichtig, ein Heizungsraum, der sollte immer gefliest sein, weil egal wie es drehst und wendest, der so oder so immer eine feuchte Geschichte ist. Das habe ich auf jeden Fall gelernt hier bei meinen ersten Heizungstausch sozusagen. Ja, hier auch diese ganze Ploche hier, die kommt jetzt noch aus der Heizung selber, also nicht nur aus der Brennkammer, sondern da ist noch so ein kleines Ausdehnungsgefäß irgendwie drin. Das ist aber kaputt und deswegen war das auch ziemlich gefüllt mit diesem ganzen Schmodder hier. Da haben wir den nachher kurzerhand einfach mit dem Schraubendreher oben ein Loch reingehauen, damit das Wasser da besser rauskommt. Ne? Das ist der Vorteil, wenn du sowas abbaust. Letzten Endes musst du dich da jetzt nicht groß drum kümmern, da was heile zu machen. Finde ich auch ganz gut. Ne? Das ist auch für den Laien ganz gut, weil du musst im Prinzip nur sehen, dass der ganze Klumpatsch von der Wand kommt. Und wenn du das nachher einfach alles mit einer Säge auseinandersägelst, ne? Hauptsache, du hast es da raus. Ne? So, aber hier, ihr seht, das ist nicht gerade wenig Wasser gewesen. Ja, so, nächster Zwischenstand, Abgasrohr abgeklemmt, hier unten die ganzen überflüssigen Rohre abgeklemmt, das ist jetzt nur noch der Heizungsvor- und Rücklauf und so weiter, das bleibt natürlich dann nachher für die Wärmepumpe, klemmen wir das da wieder an. Und ja, da können wir jetzt sehen, dass wir das Ding von der Wand nehmen. Wie gesagt, das ist eigentlich nur eingehakt, aber das Teil ist gar nicht so leicht. Und ich habe mir hier auch übrigens für die ganze Installation, das mache ich nicht vollständig alleine, weil das einfach zum Teil musste da immer wieder mal was heben, drücken, machen, tun. Deswegen habe ich hier auch natürlich so ein bisschen Hilfe, Kollege, der mir hier mit anpackt, sozusagen, dass wir hier den ganzen Kram hier mal rauskriegen. So, und hier auch, wie gesagt, also alleine, das Ding ist wirklich schwer, ob jetzt daran liegt, dass da dieses rote Ding da hinten, dieses Ausdehnungsgefäß, ob das voll mit Wasser ist oder ob der Brenner wirklich so schwer ist. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. So viel dazu. AD Gasheizung, das war's. Ne? Hier haben wir noch einen Halter, den schraube ich noch ab. Und damit ist letzten Endes dann auch schon der Ausbau der Gasheizung soweit abgeschlossen. Das ging relativ fix.
Und bevor es jetzt draußen weitergeht, an der Stelle eine kleine Kaffeepause und natürlich ein herzliches Dankeschön an alle da draußen, die so fleißig hier meine Videos schauen, liken, kommentieren und vielleicht auch mal ein Abo dalassen, Freunde, 99.000 und X, also das dauert nicht mehr lange, dann haben wir die 100k und ja, dann geht es natürlich erstmal so richtig los hier auf dem Kanal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon ziemlich spannend. Ja, und weiter geht's mit meinem Kollegen vor allem zusammen hier an der Außeneinheit. Jetzt haben wir hier schon mal das KG-Rohr, das ist, was ich ja meinte, das ist für das Kondenswasser gedacht. Das geht jetzt bis runter in diese Versickerungsschotterschicht. Und wir müssen jetzt ein bisschen schauen, das ist also übelste Jugend forscht übrigens, weil wir jetzt nun einen groben Anschlussplan haben, wie die Wärmepumpe angeschlossen wird. Also jetzt, wie die auf dem Fundament steht und an welcher Stelle die Fernwärmerohre rauskommen und an welcher Stelle dann das Versickerungsrohr rauskommt und so weiter. Und ja, wir haben jetzt festgestellt, wir müssen noch ein Stückchen weiter, also von hier aus gesehen nach hinten oder wie auch immer. Deswegen haben wir das jetzt hier so ein bisschen gebogen, gleichzeitig einen Schotter drauf geschüttet, damit das ja, dann ein bisschen mehr besser in die Richtung kommt. Also das ist wirklich, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Da würde ich euch auch, wenn ihr sowas vorhabt, immer empfehlen. Das würde ich alleine nicht versuchen. Das ist tierisch fummelig. Da machst du dich echt kaputt. Ne? So. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einmal schottern und einmal stampfen habe ich sogar rausgelassen. Aber ihr seht da, jetzt haben wir die ganze Grube hier schon ganz gut vollgefüllt. Achso, ja, hier, das Baggern habe ich jetzt rausgelassen. So, wie gesagt, jetzt, wer gerade den Schnitt gesehen hat, da haben wir jetzt nochmal ein bisschen Schotter hinterher gekippt. Ich glaube, da habe ich nicht vergessen, die Kamera einzuschalten. Und jetzt schottern wir da oben nochmal, machen nochmal eine ganze Verdichtung und so weiter. Wie gesagt, das ist ja auch gleichzeitig nicht nur zum Versickern gedacht, sondern auch als Fundament für die Wärmepumpe. Ne? Deswegen muss das schon ordentlich verdichtet sein. Die Blockstufen, ihr seht sie da hinten sogar schon im Wagen liegen. 120 Kilo das Stück oder 125 und die Wärmepumpe auch nochmal etwa 150 Kilo. So, jetzt kommt endlich mein Dumper zum Einsatz und endlich werde ich den Schotter los. Übrigens auch wieder keine so gute Idee, also das werde ich euch in ein paar Minuten nochmal erklären. Meine ursprüngliche Idee war, ich mache jetzt diesen in Anführungszeichen schöneren Schotter nach oben, dass wenn man da irgendwas von sieht, dass man den dann letzten Endes sieht. Aber das ist natürlich 545er Schotter, ne? Das ist genau der, den ich bei mir unter die Bodenplatte immer drunter packe. Das Problem ist, der ist natürlich relativ grobkörnig. Und wer schon mal versucht hat, eine 120 Kilogramm schwere Blockstufe auf einem grobkörnigen Schotter möglichst gerade auszurichten, der wird merken oder der wird jetzt schon erahnen, was für ein Problem ich gleich noch bekomme. Ja, für die anderen, die sehen es dann gleich. Aber jetzt habe ich natürlich endlich meinen Dumper auch wieder frei. Das heißt, ab jetzt können sämtliche Erdbewegungen oder Kiesbewegungen wieder mit Motorkraft erledigt werden, was ja auch schon eine ganz gute Sache ist. Hier jetzt wieder nochmal kurz zu meinem Plan. Also das soll natürlich nicht so bleiben. Also ich werde jetzt die Blockstufen da drauflegen und anschließend kommt dann nochmal etwas schönerer Zierschotter oder whatever nochmal oben drauf. Ja, also so ein bisschen erhöht soll das Ganze noch werden. Aber jetzt hier natürlich noch das gleiche wie eben. Es muss natürlich auch nochmal verdichtet werden, weil auch hier gleiche Prinzip, das wird das Fundament, das muss natürlich verdichtet sein. Und man sieht auch selbst hier bei dem Schotter, da ist noch einiges drin, wenn man da mit dem Stampfer noch rüber geht. Obwohl das ja jetzt nur eine relativ dünne Schicht war, die wir da drauf gerammt haben. Ne? So. Und ja, jetzt ist so ein bisschen wieder, das ist jetzt wieder das Problem, was du hast, wenn du das zum ersten Mal machst. Ja, ich habe das jetzt hier angefangen, meine Wasserwaage einmal so grob, weißt du, da checkst du jetzt und da merke ich jetzt selber, ja, okay, jetzt mit diesem Schotter, wenn er auch noch verdichtet ist, den jetzt so hinzubekommen, dass das halbwegs sauber funktioniert mit den Blockstufen, ja, das kann ja heiter werden. Ne? So, jetzt allerdings erstmal ausladen der Blockstufen. Machen wir mit dem Bagger, weil das einfach so sauschwer ist und hier packt auch noch ein Kollege, das ist das Schöne in der Nachbarschaft, weißt du, da bist du ja immer genug Leute und das erweckt natürlich auch in so einem Wohngebiet durchaus Aufsehen, wenn hier auf einmal jemand anfängt, sich eine Wärmepumpe zu installieren. Deswegen auch nicht wundern, wenn ihr immer wieder mal Leute rumrennen. Das ist halt so, hier Nachbarn und so, die gucken natürlich gerne und wollen mal wissen, was hier so abgeht. Ne? Aber ich messe jetzt hier und stelle fest, ja okay, ich glaube irgendwie 1,20 Meter müssen die Füße auseinanderstehen, also in dem Sinne natürlich auch die Blockstufen.
Ich hätte das ein bisschen breiter machen können. Also jetzt im hinteren Bereich, da fehlt mir noch so ein bisschen. Das muss ich nachher mit dem Spaten noch nacharbeiten. Und ja, aber ihr kennt mich, ne? Bevor man da jetzt groß anfängt, komm, wir stellen erstmal die zweite Blockstufe hin, vielleicht wird's dann ja besser. Das ist halt immer, ja, aber ich kann euch verraten, es wird dann nicht unbedingt besser. Also man muss jetzt hier sehen, dass man diese Blockstufen ausrichtet und das kannst du halt auf diesem relativ groben und auch komprimierten Schotter wirklich relativ stark in die Pfeife rauchen. Ja, da habe ich mir also richtig einen fertig gemacht. Ich habe das natürlich schon am Ende irgendwie hingekriegt, aber das war durch überproportional viel Aufwand. Also wesentlich schlauer wäre es gewesen, man hätte jetzt zugesehen, dass man als letzte Schicht da dann schon relativ feinen Split hinbekommt, weil da kannst du die natürlich wesentlich sauberer reinlegen und auch die Split-Schicht an sich kannst du ja vorher auch schon mehr oder weniger in Waage auslegen, was ich jetzt hier ja quasi gar nicht gemacht habe. Man darf ja nicht vergessen, ich muss auf der einen Seite eine Blockstufe natürlich in Waage kriegen, ne, in beide Dimensionen, nach rechts, links, vorne, hinten, wie auch immer. Aber auch die Höhe muss natürlich dann wiederum zur anderen Blockstufe passen, bei dem entsprechenden Abstand. Ja, so kompliziert wie das klingt, ist das denn auch, wenn so ein Ding halt ja 50 Kilo mehr wiegt als du selber, dann ist das schon eine relativ anstrengende Arbeit und hat mich auch hier echt viel Zeit gekostet. Also diese Lernzeit, die ich hier hatte, da habe ich echt überlegt, ja, in der Zeit hätte ich, glaube ich, auch es schaffen können, ein Fundament hier zu gießen. Das wäre dann wenigstens direkt gerade gewesen. Aber gut, naja, dann hätten wir uns vielleicht hinterher mit den Wärmeleitungen ein bisschen größer einen fertig gemacht. Das ist übrigens direkt das nächste Stichwort, wo wir uns die Karten beigelegt haben. Wir haben uns mehr darauf konzentriert, dass der Abstand von der Fernwärmeleitung zu dem Versickerungsrohr, da von dem KG-Rohr, dass die praktisch im richtigen Verhältnis sind, dass das mit dem Anschlussraum der Wärmepumpe passt. Aber jetzt stelle ich halt fest, ja Mist, ne, so wie die Blockstufen jetzt hier liegen und ich jetzt ja durch diese relativ unflexible Wärmeleitung jetzt angegeben habe, wo ja letztendlich die Wärmepumpe stehen muss. Ja, muss halt diese eine Blockstufe noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Ja, da ist allerdings jetzt ja noch Erde und so. Das heißt, da müssen wir jetzt hier wieder gucken. Ich habe da auch erst hin und her überlegt, aber dann hätten wir das Rohr nochmal neu. Also da haben wir uns auch wieder die Karten gelegt. Das muss man einfach vorher besser einmessen. Haben wir hier nicht gemacht. Deswegen muss man jetzt hier ein bisschen zangeln. Naja, zum Glück mit dem Bagger geht das ja. Ne, hebst die Blockstufe ein bisschen an, kannst einmal drunter herfeudeln und dann kriegst du das ja auch hin. Alles gut soweit, aber hat mich doch ein bisschen geärgert, weil, ja, wenn du das im Vorfeld immer nur so Pi mal Auge machst und Pi mal Daumen und dann eben, naja, am Ende diese Leitung halt schon da liegen muss, wo sie hin soll, ne, dann ist das eben auch so, dass du da manchmal noch ein bisschen fummeln musst. Das war so locker eine Stunde, die wir da vielleicht jetzt investieren mussten, die wir normalerweise nicht gebraucht hätten, wenn wir das von Anfang an ein bisschen ordentlicher gemacht hätten, ja, an der Stelle. Zu den Blockstufen war auch wieder eine geile Story. Ja, ich habe jetzt hier die 1 Meter Blockstufen vom Baustoffhandel. Ihr seht, die ist so ein bisschen angeratzt da an der Seite. Das ist B-Ware, die habe ich für 20 Euro gekriegt. Ja, also da kannst du echt nicht meckern. Ich glaube, normalerweise kostet eine schon irgendwie was um die 45 Euro oder so. Ne? Also da habe ich mal wieder richtig den Schnapper, den sparenden Fachwerker gemacht. Ja? Ich hatte zuerst, wollte ich dir aus dem Tum besorgen, auch voll der Saftladen. Guckst du online, steht da ja bei dir im Baumarkt und so, Blockstufen, halben Meter, ist hier verfügbar. Dann bin ich da hingefahren und ja, frage ich da den Fifi, ich sage, Junge, wo sind denn hier die Blockstufen? Ich finde die nicht. Ja, da hinten eine liegt da in der Ecke noch. Ich so, wollte mich verarschen, was soll ich denn mit einer Blockstufe? Ja, bin ich da praktisch umsonst hingefahren. Ne? Dann habe ich noch diese halben Meter woanders weggeholt, aber was ich ja schon meinte, diese halben Meter sind einfach zu klein. So, jetzt habe ich sie da liegen, mal gucken, vielleicht kann ich mir da irgendwas draus schnitzen oder was. Aber jetzt hier mit diesen 1 Meter Blockstufen, die sind schon echt massiv und das ja, hat schon gleich eine ganz andere Gewalt, wenn die hier liegen. Da bin ich auch davon überzeugt, dass das passt. So, jetzt schneide ich hier die Wärmeleitung auf. Jetzt kann man mal schön sehen, wie die aufgebaut ist. Also da ist natürlich erstmal ein dickes Kunststoffrohr drumherum. Was übrigens auch dazu gedacht ist, dass man das so im Erdreich verlegen kann. Also hier von wegen in Sand und so weiter, ist jetzt bei dieser Leitung im Prinzip nicht notwendig. Dann ist das Ganze massiv isoliert. Ne? Ich meine, gut, das gehört sich ja auch so. Ne? Das ist eben der Punkt. Ne? Die Leitungen Vorlauf, Rücklauf sind dann hier nochmal farblich markiert. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil du so beim Anschließen dann immer gleich weißt, aha, so und so ist das jetzt angeschlossen. Ne? So, und dann gibt es so ein Dichtset.
Und seht da hier so eine Muffe, die war, glaube ich, auch dabei. Ne? So, die kannst du dann entsprechend da drüber stülpen. Musst du so ein bisschen Flutschi-Zeug dran machen, damit du das da rüber kriegst. Sonst kannst du das knicken. Und damit ist dann diese Muffe an sich erstmal schon mal wasserdicht. Sodass da also jetzt nicht irgendwie groß Wasser reinläuft in dieses Dämmmaterial und so. Davon wird das ja auch nicht besser. Vernünftig zumachen und so. Und dann ist das gut soweit. Ne? Dann hast du jetzt hier den Vorlauf-Rücklauf in der Leitung selber. So, jetzt habe ich hier das KG-Rohr. Das ist jetzt auch von der Länge her ein Tucken länger. Also so lang muss es halt nicht sein. Schneide ich hier kurzerhand ab. Und das sollte hinterher eigentlich auch dann in so einer Verkleidung nachher verschwinden. So, und jetzt ist es soweit. Ne? Reichlich Hilfe von Kollegen hier, dass wir das ganze Gerät darüber gewuppt kriegen. 150 Kilogramm kriegt man also mit vier Personen, also vier Ecken, vier Personen kriegst du das schon bewegt. Aber das ist schon echt ein Monstrum. Ne? Also alleine machst du das nicht. Ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie mit Baggern hochheben. Ist ein bisschen blöd, weil da sind keine Möglichkeiten groß dran, so ein Ding zu transportieren. Und das willst du natürlich auch da jetzt nicht auf den Hof klatschen. Ne? Deswegen lieber ein paar Leute fragen und das Ding da hinstellen. So, hier, Verkleidungen sind runter, so das Ganze aus. Unten im unteren Bereich, jetzt auch da, wo die Füße sind, da gibt es, glaube ich, von dem Hersteller Alpha Innotec auch noch so eine Schürze, die man da drumherum bauen kann, dass das Ganze ein bisschen schick ist. Ne? Das sieht ja so irgendwie auch ein bisschen nicht ganz so geil aus. So, jetzt dübel ich hier gerade die Schrauben fest. Natürlich, laut Anleitung, würdest du jetzt erst die Halter anschrauben und anschließend die Wärmepumpe auf die Halter stellen. Wir haben es jetzt hier etwas anders gelöst, weil wir eben nicht so genau wussten, wie wir die hier tatsächlich auf diesen Blockstufen jetzt hier aufstellen sollen. Und haben die erst auf den Blockstufen positioniert, vernünftig mit dem Halter dran. Und haben sie dann eben hier festgebohrt. Ne, hier mit meiner Bosch geht das ja tutti frutti. Ne, einmal da die dicken Schrauben da reingedübelt. Und dann ist das gut. Ne. Hatte ich jetzt auch schon einige Hinweise zu bekommen, dass Leute schrieben, ja, du musst aufpassen, ne, hier nicht nur einfach mit Schlüsselschrauben befestigen, sondern dafür sorgen, dass die Außeneinheit nicht mit normalem Werkzeug gelöst werden kann. Also sollte ich jetzt vielleicht diese Schlüsselschrauben noch irgendwie abrunden, dass man die halt so nicht mehr losbekommt, muss ich mal schauen. Vielleicht ist das auch mit der, wenn es da noch so eine Unterkonstruktion von gibt, womit man das untere verkleiden kann, vielleicht ist das dann auch damit machbar. Muss ich mal schauen, auf jeden Fall nehme ich mir das zu Herzen. Ja, ich werde also auf jeden Fall sehen, dass die Einheit dann nicht einfach so mitgenommen werden kann von jemandem, der das jetzt so für nötig hält. So, jetzt noch ein paar Anschlussleitungen brauchen wir noch. Wir hatten da vorher so ein bisschen Gummileitung. Gummileitung ist aber nicht gut. Gummileitung solltest du nicht in die Erde legen. Deswegen update ich das hier nochmal mit entsprechenden Erdleitungen, also richtiges Erdkabel. Und du hast letztendlich jetzt für diese Wärmepumpe brauchst du nur zweimal 230 Volt. Einmal für den Verdichter, also einmal, ich nenne es mal Hauptleistung. Und einmal für die Steuerung nochmal 230 Volt. Und dann hast du noch zwischen der Innen- und Außeneinheit ist ein Linbus als Kommunikation. Dafür brauchst du dann noch irgendeine geschirmte Steuerleitung. Ne, da waren, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, ne, da waren ja 8 Meter Leitung waren ja dabei, aber die reichten halt hier nicht. Und deswegen lege ich das jetzt hier alles nochmal neu in Erdleitung. Und ja, ich habe hier noch ein bisschen Netzwerkleitung gehabt. Was soll ich da neue kaufen, wenn ich hier noch ein bisschen Netzwerkleitung habe? Habe ich dann einfach ein bisschen Kunststoffrohr besorgt und ziehe die Leitung dann hier einfach in ein Rohr. Ne? Habe ich mich wieder super geärgert, habe ich hier im Baumarkt, habe ich so eine Spirale, also ich weiß nicht, die Bezeichnung dafür, als Elektriker nennen, habe ich das mal Spirale genannt, dieses Teil, was ich da jetzt habe. Die schiebst du normalerweise in das Rohr rein, ne? Dann kommt die auf der anderen Seite raus und dann kannst du da das Kabel dran antüdeln und ziehst das Kabel durch. Das hat hier aber überhaupt nicht funktioniert, weil das so eine spisselige also wirklich eine Katastrophe. Die ist 25 Meter lang. Die konntest du gerade mal so 5, 6 Meter reinschieben. Dann war es schon nicht mehr möglich, weil die einfach nicht steif genug war. So ein dünnes Ding, weißt du? Katastrophe. Kannst du direkt in eine Mülltonne werfen. Habe ich wieder, keine Ahnung, was die gekostet hat. 7, 8, 9 Euro oder 10 Euro, ich weiß es nicht. Habe ich schon wieder komplett in eine Tonne getreten. Also da bin ich wieder schön auf diese Baumarkt-Scheiße reingefallen. Schöner Mist. Ja, aber so eine Spirale muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen, wenn es später bei unserem Haus dann an die Installation geht, weil ohne Chor kriegst du natürlich kein einziges Kabel durch auch nur irgendein Leerrohr gezogen. Ne? So, jetzt hier, da gut, das mache ich jetzt nur so ein bisschen schick, ne, dass ich jetzt die Leitungen hier ein bisschen zusammenbinde, dass die da nicht so rumtüddeln, wenn ich da die nachher die Erde drauf schmeiße. Wie gesagt, das Rohr hält das aus, da braucht man keinen Sand drum machen, auch wenn ich das mal eingangs erwähnt habe. Könnte man machen, wenn man schick wäre. Ich habe aber keinen Sand,
Ich habe nur so 2-3 Eimerchen Sand hier mitgebracht, also was soll es, kommt da halt kein Sand hin, muss auch so funktionieren. So, jetzt hier die ganzen Leitungen lege ich natürlich jetzt hier erstmal so einfach so Larifari da lang. Hier kommt ja später auch noch ein bisschen Schotter drauf. Also die, mein Plan ist schon, dass diese Blockstufen nachher auch mehr oder weniger dann in so einem Zierkies oder was auch immer dann versinken. Das heißt auch hier die Elektroleitungen, die siehst du nachher nicht mehr. So, das Ganze eingeführt. Naja, jetzt kommt so ein bisschen Elektrikerkram sozusagen. Na, jetzt muss ich halt die ganzen Leitungen anschließen. Ich habe ja jetzt im Anschlussraum da an der Ecke. Da habe ich jetzt halt die ganzen Leitungen liegen. Ihr seht schon, da habe ich schon die ein oder andere Abzweigdose drauf gemacht, um das Ganze jetzt zusammenzubauen. Einmal die Busleitungen vom Linbus, dass das Ganze funktioniert und eben die eben benannten 2x 230 Volt für die Steuerung und für den Verdichter. Jetzt wird sich der ein oder andere die ganze Zeit wohl noch mal gefragt haben, ja, meine Güte, jetzt habt ihr drinnen die Heizung schon rausgerissen. Was ist denn da jetzt mit dem Innengerät? Ne? Wir haben jetzt hier die Außeneinheit, klar, unsere Monoblock-Außeneinheit. Aber was ist denn jetzt innen überhaupt am Gange? Und da muss ich euch noch vertrösten bis übernächste Woche, weil bis dahin ist das praktisch noch geheim. Das ist halt keine 0815 Inneneinheit, die ich da hier bekomme und hier einbaue, sondern ein bisschen was Besonderes. Also was ich sagen würde, ist schon was relativ Cooles an und für sich, so ziemlich nach meinem Geschmack eigentlich. Aber das ist halt noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert und deswegen darf ich euch das natürlich hier auch in meinem Video noch nicht zeigen. Darum behandeln wir jetzt hier hauptsächlich natürlich den ganzen äußeren Teil, weil eben das Außengerät ist 0815, das ist ein ganz normales Teil, aber innen wird es halt speziell. Und das schauen wir uns dann mal in der übernächsten Woche an. Wir müssen mal sehen, nächste Woche machen wir dann hier, jetzt habe ich den ganzen Kram hier angeschlossen und so weiter, dann kann ich im Prinzip den Graben auch wieder zumachen. Jetzt habe ich ja den Dumper, dann geht das mit dem Dumper ja auch rucki zucki. Dann sehe ich dann zu, dass ich den Graben zukriege und so weiter. Ne? So, und da müssen wir mal schauen. Dann übernächste Woche, da können wir dann drinnen noch den ganzen Kram anschließen. Also, dass wir den ganzen Innenraum, den Heizungsraum wieder fertig machen. Der ist auch dann gut gefüllt hinterher. Also, da kommt doch einiges an Technik wieder rein. Einen Wasserspeicher kriegen wir hier hin. Trinkwasserspeicher mit 300 Litern. Dann brauchen wir noch einen kleinen Pufferspeicher für die Wärmepumpe. Und das alles insgesamt macht schon ganz schönes Volumen, ja, weil in diesen Heizungsraum, da soll natürlich auch noch Waschmaschine und Trockner auch noch reinpassen und wirklich groß ist der nicht und wir haben noch eine besondere Anforderung, bei uns haben wir so eine bescheuerte Wasseruhr, das habt ihr ja eben gesehen, die da hinter dem Wasserspeicher versteckt ist. Und das haben sie damals einfach total dämlich gemacht, ja, das ist ja so ein Fertighaus von Heinz van Heiden, so ein Massivhaus und das war halt ein Kataloghaus, ne, und da haben sie diese dämliche Wasseruhr einfach mitten auf die Wand geschraubt, anstatt halt irgendwie rechts oder links in der Ecke, ja. Totale Katastrophe. Und dadurch ist immer alles, was du machst, du kannst ja diese Wasseruhr, die muss ja alle paar Jahre gewechselt werden. Das ist eine Katastrophe, ne? Diese dämliche Uhr mitten im Raum. Und deswegen mussten sie, ich hatte es ja eben schon gesehen bei dem Speicher, da mussten schon mal die Leitungen verlängert werden, weil die Stadtwerke sich geweigert haben, die zu wechseln, weil sie da nicht drangekommen sind. Oh, naja, macht's alles nicht einfacher, aber das gucken wir uns dann demnächst an, wenn es dann im Innenraum weitergeht. Das ist jedenfalls hier für heute. Wettertechnisch nochmal richtiges Schmankel kann ich nochmal geben hier. Nämlich ein schönes Geplatter. Also, naja, diese Woche war wettertechnisch wirklich alles drin. Ja, Freunde, hat noch irgendwer Interesse vielleicht an einem alten Warmwasserspeicher? Ich bin ja fast schon versucht, den mal aufzumachen irgendwie. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie aufsägen kann oder so, oder was das für eine Sauerei ist. Um mal da reinzuschauen, wie so ein Warmwasserspeicher nach rund 20 Jahren im Betrieb, vor allen Dingen, wir haben hier relativ kalkhaltiges Wasser, wie der dann so ausschaut, ja. Aber man sagte mir, das soll ich besser lassen, ja. Zum einen erstmal ist das wohl mit dieser ganzen Isolierung eine Riesensauerei und zum anderen willst du eigentlich auch gar nicht sehen, wie das da drinnen aussieht, weil letzten Endes ist das ja Trinkwasser, ne? Und wir haben ja auch schon beim Ausschütten eben gesehen, dass das da schon, ja, ja, nicht ganz so lecker rauskommt, ne? Ich könnte das ja so machen wie so viele amerikanische Kanäle, die sagen ja immer, ah, wenn ich hier mindestens 2000 Likes unter das Video kriege, dann mache ich das, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, ne? Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir das hier machen wollen oder nicht. Naja, das soll es jedenfalls für heute gewesen sein. So, die Gasheizung ist raus. Jetzt muss ich mal sehen, die Außeneinheit ist jetzt soweit angeklemmt, dass ich jetzt hier mal wahrscheinlich in der nächsten Woche sehe ich mal zu, dass ich den Graben jetzt wieder voll kriege. Naja, dann müssen wir mal gucken, ne? Die Arbeit zeigt den Weg, wie auch immer, ne? Dass wir das Ganze dann hier auch mehr oder weniger ans Laufen kriegen. Naja, würde ich jedenfalls sagen, an der Stelle danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.